Jetzt hätte ich natürlich den Noble-Buff gehabt, wenn ich die Fiora genommen hätte. Der wäre natürlich sehr nice gewesen. Ich save mal die Items noch. Wird dein A-Am in deiner Beschreibung abgas eingeschalten? Echt? Was fehlt da? Wo fehlt denn da ein Am? Fucking Pike. Oh, Nidalee hat sich nicht mehr verwandelt. Hätte ich gewonnen wahrscheinlich. Ah ja, Early Game verlieren, das tut nicht weh. Am Freitag. Wow, die kleinen Korinthenkacker. Versteht doch alle, was gemeint ist, oder nicht? Das ist halt. Einfach nur nein. Es gibt einen Damage-Paragraph und eine Versicherung von Items. Versicherung? Achso, du meinst, dass safe eine bestimmte Anzahl an Items kommt. Ich dachte gerade, Versicherung? Kann man Gold ausgeben, damit man... Hä? Lucian ist noble. Stimmt, ich hätte Lucian raufstellen können, my bad. Ich werde jetzt eh erstmal verlieren. Man, die Kai, ich muss da nicht mehr am rein. Ah, seht ihr? Alles ist regelkonform. Ja, ich sollte Lucian für Noble reinmachen, aber das hätte mir die Runde, glaube ich, auch nicht gesaved. Spenden sind deaktiviert, jo. Ja. Ich habe halt. Bin mir noch sehr unsicher, für was ich gehen möchte. Ich habe halt Vayne schon fast auf. Also nicht fast, aber ich hätte Vayne demnächst auf 3. Das wäre natürlich sehr attraktiv. Das macht es natürlich dann schwerer, Richtung Ganzlinger zu gehen. Aber ich glaube, ich will auf Wild Ganzlinger gehen, die Runde. Kein Bock, nochmal Noble zu spielen. Na gut, gegen den habe ich natürlich auch absolut gar keine Chance. Wobei, Nidalee mit Noble Buff macht schon lecker Damage. Oder nicht Damage, aber sie heilt sich halt ganz nice. Aber nicht im 1 gegen 3. Nidalee! Fight! Oh, shit. Triss statt Nidalee für Ganzling. Ja, aber Tristana ist 1. Na, das ist nicht worth. So, was will ich denn haben? Shit. Wo ist mein Feld? Ich nehme einfach Jax. Scheiße. Puh, da hätte ich fast den Scheiß. Ah, Mano. Nehme ich einen Giant. Ey, jetzt habe ich doch Attack Speed? Oh, lol. Bin ich doch schneller gewesen. Können Sie jetzt den Karussell-Bug machen? Was ist denn der Karussell-Bug? Oh, Nidalee auf 2 und Garen. Ah, nee, Nidalee haben wir schon auf 2. Garen auf 2. Uff. Was schmeißen wir jetzt raus? Wir können auch Garen, Vayne, Lucian, Tristana. Das wäre jetzt ein bunter Mix, ne? Dann müsste ich halt die Nidalee rauswerfen. Ne, ich hau mal den Warwick raus. Nidalee ist auch ohne Wild eine gute Unit, glaube ich. Aber ich sollte jetzt langsam mal die Items verteilen. Ich warte noch die nächste Runde ab, okay Leute? Dann entscheide ich mich, wo ich die Items hinpacke.
So. Also wir hätten eine Titanic Hydra und ein Spear of Shojin. Warte noch bis nach den Golems. Ja, aber das tut schon. Ja, doch, mache ich wahrscheinlich. Tut zwar ein bisschen weh, aber mache ich. Nice, da mal die Tristana auf 2. Sehr schön. Lucian auf 2. Auch sehr nice. Ne, doch, jetzt können wir eigentlich schon eine Titanic Hydra geben. Rapid Fire kann auf Nieder 3 gut carryen. Ja, aber ich will wie gesagt versuchen, ganz Gunslinger zu buffen. Ich glaube nicht, dass ich das gewinne. Oh, wobei. Doch, easy game. Miss, 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 miss. Hey, ich denke, man hat 25% Crit und nicht 90%. Was ist das denn? Nicht mit Titanic Lemau. Titanic ist auf Gunslingern sehr gut. Tatsächlich. Ich weiß gar nicht, wen ich ihn nach vorne packen soll. Ich glaube, für die Golems packe ich nochmal die Nihali rein. Mach doch auch Shojin auf ihn. Ja, ich bin mir noch nicht sicher, aber ich glaube ja, ich glaube es ist rough. Ich dachte, du wolltest das auf Graves bauen. Ja, habe ich ja auch noch die Option. Ich kann es ja auf mehreren bauen. Ah, da hätten wir einen Red Buff, wenn wir noch einen Giant Spade haben. Ist Hydra nicht besser auf Tristana? Warum sollte Hydra besser auf Tristana sein? Also beide sind Gunslinger und Lucian macht mit dem Doppeldash ja doppelten Titanic Hydra Schaden. Dafür hat Tristana mehr Range, also geht beides. Ich habe halt gerade eindeutig zu viele Range Champions. So, wir probieren nochmal für den Reroll zu gehen. Ich habe jetzt halt nicht so ein geiles Reroll-Setup, weil ich den Lucian habe. Der ist halt way too expensive. Okay, übertreib. Okay! What the fuck? Ja gut. Hätten wir es auch geklärt. Also kriege ich keinen Graves auf 3, auf 2, aber eine Tristana auf 3, wahrscheinlich. Das ist halt auch der Vorteil an Gunslinger. Es gibt noch nicht so viele Leute, die Gunslinger spielen. Dadurch hast du meistens ein bisschen mehr Optionen. Naja, ich glaube, ich mache Spear of Shojin auf Lucian. Palai weiß ich nicht, mir macht es immer noch Spaß. Aber ich kann das Argument verstehen. So, packen wir noch den Yali drauf. Oh, sieht gut aus. Ich überlege, ob ich einfach den Pike nehme, weil es Pike ist. Ich habe ein bisschen wenig Frontline gerade, aber da hilft Pike jetzt auch nicht. Das Problem, was Lucian halt hat mit Titanic Hydra, ist, glaube ich, er dasht halt immer in so random Richtungen, deswegen macht er gar nicht so viel AOE-Schaden, ne? Das ist halt der Vorteil von Tristana mit ihrer hohen Range.
Wenn du Firekin Titanic Red Buff machst, Tristana zum besten Vierer ganz schnell, weil die ganze Map angreifen kann. Jo, das ist auch korrekt. Aber ich wollte es mal auf Lucian probieren. Ich bin ja hier, um zu lernen. Noch ein Lucian. Ich glaube, ich mache jetzt trotzdem mal den Red Buff auf Lucian. Ich will mal probieren, wie ein Folgebuff der Lucian reinknallt. Oder ob der reinknallt. Wozu hast du noch die Nidalee? Das hat einfach eine starke Unit. Wenn die evolvt und ihren Heal auf den Ganzlinger packt, ist auch ziemlich nice. Warst schon auf dem PBE-Rank-TFT ist draußen, man, mit Placement Games? Nee, war ich noch nicht. Aber ich weiß auch nicht, ob es so viel Sinn macht, auf dem PBE-Rank zu spielen. Da hat noch jemand Stufe 3 Triss. Ah, kleiner Lacker. Oder beide, ich auch. Ich verrate mal kurz nicht, welches Item ich möchte, ne? Ihr könnt es euch wahrscheinlich denken. Aber ich bin erst als Dritter dran. Ich hätte nämlich gern den Giant's Belt von der Poppy. Jetzt haben wir noch einen Red Buff auf Lucian. Was schon auf dem. Achso, einfach zum Testen. 100 LP. Ja. Ja, doch. Ich meine, aktuell macht es ja auch keinen Sinn, auf dem Live-Server zu spielen. Es bringt dir ja auch nicht so viel. Außer, dass du halt den Live-Patch miterlebst. So. Also wir brauchen noch 3 Garens für Garen 3, wir brauchen noch 2 Lucians für Lucian 3, wir brauchen noch 2 Vaynes für Vayne 3. Moment. Fuck. Da ist der Garen einfach rausgehuscht. Nee, 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 du bleibst schön hier. Oh, der Lucian knallt schon gut rein. Was ist ein Red Buff? Red Buff macht 2,5% Burn Damage. Und bei Gun. Also der Grund, warum Titanic Hydra und Red Buff so gut auf Gunslingern ist, ist halt, weil sie einfach ab und zu noch so einen random Extra-Shot auf ein anderes Ziel knallen. Das heißt, du prockst sowohl Titanic Hydra als auch Red Buff auf das Ziel. So. Also ich glaube halt schon, dass wir ein kleines Frontline-Problem kriegen, wenn wir jetzt Richtung Vierer Ganzlinger gehen. Also noch so eine Sejuani wäre ganz geil, ein Cho'Gath oder so. Sejuani hätte ich halt noch den Knight-Bonus über Garen, dann das wäre ganz nett. Zwei Tristana, drei, mindestens einer, zwei Tristan, ihr denkt wirklich, es gibt einen Champion-Pool. Ja, es gibt einen Champion-Pool, aber die 1er-Champions gibt es halt irgendwie 35 Mal oder so. Du brauchst ja nur 9 Tristanas, um die auf 3 zu kriegen und es gibt 35 oder so. Den habe ich doch eben erst gespielt, oder? Hä? Na gut. Grace prockt Red Buff und Titanic auf allen Zielen, die er trifft. Jo, ich weiß. Ist auch ziemlich strong. Graves. Schwierig. Nee, Hurricane proc Red Buff und Titanic nicht. Hurricane proc keine On-Hit-Effekte. Deswegen glaube ich, ist Hurricane noch nicht so insane. Das ist gut, danke für den Sub. 23 Monate. Läuft bei dir.
Das Schöne ist halt auch, dass sowohl, also alle Items, so für Titanic Hydra brauchst du Attack Speed und Giant Spell. Attack Speed ist halt, ne, wollen alle haben, aber Giant Spell und Chain Vest für, ich hab Garen auf 3, nice. Giant Spell und Chain Vest für Red Buff, das sind halt zwei Items, die wenig Leute tatsächlich kaufen. Red Buff halt höchstens, Chain Vest höchstens für Phantom Dancer oder so, aber ansonsten sind die Items nicht so beliebt. Das heißt, du hast auch eine höhere Chance, dass du sie bekommst. Das ist auch nice. Ich hätte jetzt auch schon 5 Nobles. Ich nehme mal die Fiora noch mit. Vielleicht kriege ich Lucky eine Kale. Ja, Lucian, der schrug ins Team rein, ne? Das ist klassische ADC-Manier, ne? Kennt man nicht anders. Oh, der kitet wie ein junger Gon, der ist tot, schade. Gibt Tristana doch auch eine Hydra, wa? Ach stimmt, ich habe ja ein Giants-Bild, hast komplett recht. Hab ich gar nicht gesehen. Aber ich habe jetzt halt Graves ohne Items. Graves ohne Items zackt schon brutal rein. Also ich weiß nicht, ob ich für Vierer Ganzlinger überhaupt gehen möchte. Ich glaube nicht. Da ist die Sejuani. Nee, wir gehen mal nicht für Vierer Ganzlinger. Nehmen wir die Sejuani mit. Einsatz Sejuani ist jetzt halt echt nicht so strong, aber... Bist du eigentlich noch Normalliga der Legende? Ich habe heute 2 Ranks gespielt. War auf jeden Fall nicht mehr so viel. Lol, Lucian ist eingesperrt, der kann nicht dashen. Lol. Den Lucian muss ich auf jeden Fall anders hinstellen. Lulu ist ziemlich strong, ja. Ich glaube, ich baller auch die Nidalee gleich raus. Ich hau mal die Nidalee raus und hol mir dafür eine Lulu. Vielleicht kann ich da noch irgendwie was machen. So, eine Vayne fehlt uns noch. Das packen wir mal rauf. Was packen wir rauf? Ich packe einfach den Sugar drauf. Oh, schöner Sugar-Knock-up. Ah, der AOE-CC in diesem Game. So disgusting. Läuft doch richtig gut hier gerade. Läuft richtig gut. So, was wollen wir haben? Wir wollen eine Kale. Und ansonsten ein Red Buff auf Tristana. Oh, das Redemption. Volles Redemption natürlich auch nett. Fiora, ja, hätte man auch nehmen können. Fostel, nimm mir nicht die Chain Vest. Ich hasse dich so sehr, Fostel. Och, Manu. Bleibt wieder nur Gülle übrig, scheiße. Und vielleicht ein Rage-Bild auf Tristana oder so. Oder auf Vayne. Oder haben wir die Vayne auf 3. Sehr schön, sehr schön. Sollte eigentlich so schnell wie möglich jetzt Richtung Level Up gehen, damit ich mehr Leonas, mehr Cho'Gaths, Kales, Sejuanis bekomme. Okay, oder ich habe einfach den größten Luck des Jahres. Geht natürlich auch. 2 Luschen fehlen mir noch für Luschen 3. Das wäre...
Den Lucian auf 13 kriegen wir komplett insane. Geh weg von meinem Lucian! Und Stun. Na, ich hau mal die Lulu raus. Du bekommst so oft Draven. Ja, du darfst aber nicht vergessen, dass es auch der gleiche Draven sein kann. Duschen wegen dem Null-Buff? Ja, und weil er Ganzlinger ist. Und weil ich eine gute Chance habe, hier auf 6er Noble zu kommen. Sell auf Cho. Was meinst du? Oh! Oh! Riot! I love you! Nächste Runde machen wir Level Up. Astral Ranger und Glacier wäre auch ziemlich gut, ja. Was hat er denn hier? Hart gebufften Darius. Ja, da ist Titanic Kaido natürlich mega nice, ne? Weil die ja prozentual Damage macht. Nein, Lucian, doch nicht reindashen! Ah, der hat Noble Buff. Ja gut, den Lucian mit Noble Buff, den nehme ich gerne. Oh, I think you're dead, bro. Tschüss. So. Jetzt wollen wir eigentlich noch eine Sejuani auf 2 und Leona Kale. Ja, ich kann jetzt eigentlich schon Level Up machen, kostet ja nichts. Als ob sich Titanic auf Triss. Wie gesagt, Titanic Hydra auf Ganzlingern ist ziemlich strong. Gerade wenn du die Early auf 3 kriegst. Ich gehe ja auf die Reroll-Strategie nach den Golems und da ist die Chance, dass du Level 1er Units auf 3 kriegst, sehr, sehr hoch. Und die haben halt einfach einen Arsch voll Leben. Ich meine, mein Lucian hat wie viel? 2.500 Leben. Deswegen ist die Combo auch mit Red Buff so gut, weil der ja auch nochmal Leben gibt. Aber ich weiß nicht, was Apostel hier wieder für eine Scheiße vorbereitet hat. Was spielt er? Glacial Ranger. Ah! Aber dagegen könnte ich gewinnen. So, was machen wir jetzt mit den Items? So. Okay, wir wollen Leona. Seju Kale wollen wir haben. Vielleicht sind wir auch lucky und kriegen den Cho'Gath auf 3. Oh, da habe ich die Fiora gerade rerollt. Fuck. Das war Int. Ich könnte auch ein BT auf die Tristana hauen. Mach ich einfach mal. Ich habe den Lucian schon wieder eingesperrt. Na, wobei, ne, die Leona wird rausrennen. Das sollte fein sein. Er hat meine Kale. No! Gib mir meine Kale! Oh shit. Scheiß Glacial, meine Tristana! Sie darf nicht auto-checken! Fucking Glacial! Drecks! Scheiße! Ah! Triggert. Oh! Guten Tag, guten Tag. Was hauen wir denn jetzt raus? Ich weiß nicht, ob es worth ist, den ich glaube, das ist nicht mal worth, Cho'Gath und Sejuani rauszuhauen. Ich mach's trotzdem. Ich will jetzt halt komplett der AOE-CC, ne? Also ich brauche schleunigst Level-Up für Cho'Gath wieder. 'Noble ist natürlich mit Ganzlinger auch ziemlich geil, weil die das ja auch doppelt procken.
Okay, ich brauche jetzt gerade 40 für Level Up. Ah, gerade eben, wenn ich nochmal verliere, dann werde ich Level Up machen und Sugar drauf placen. Ich wechsle mal wieder meinen Lucian, damit er nicht eingesperrt ist. Wenigstens ist mein Lucian diesmal nicht in die Kennen Ultimate gedasht. Das ist schon mal ein Achievement auf jeden Fall. Uiuiui, also die Comp ballert auf jeden Fall ganz gut. Ja, das Ding ist halt, Level 3 Units sind OP, ne? Das muss man nicht schön reden. Mit der Strategie kriegst du halt so viele Level 3 Units in den Arsch gepumpt. Ich habe einen Needless Large Shot. Ja, ich hätte jetzt die Kay genommen, aber die ist weg. Attack Speed gibt's auch nicht mehr. Oh, scheiße. Ja, es geht nicht mehr lang. Ich mache Level Up. Dann habe ich auch eine höhere Chance für... Habe ich auch eine höhere Chance für Sejuani und Kayle. In der Theorie. Ich habe, glaube ich, wieder eine Fiora übersehen, oder? So, mal gucken, ob ich gegen Fossil gewinne. Das kann echt close werden. Der hat echt eine eklige Comp. Mein Schokolad hat getrollt. Ah ne, mein Schokolad hat gar nicht geultet. Fucking Glacial, Mann. Aber du kannst nicht alle CC'en, Apostel! Du kannst nicht alle CC'en. Ha! Nice, Leona 2. Ich glaube, ich pack die Sejuani anstatt den Sugar, dann kriege ich noch den Noble Buff. Kriege ich noch den Knight Buff. Ah, ne, ich habe sowieso den Knight Buff, ne? Wegen Kay. Was haben wir hier noch? Ah, da ist noch eine Assassin-Runde übrig, ne? Pack ich die Leona mal nach hinten. Oh, der hat auch 4 Level 3er. 5 Level 3er. Gegen die sollte ich easy gewinnen können. Irgendwie attackt mein Lucian gerade mega langsam. Nicht Cho wegrollen. Ja, doch, ich krieg Cho grad niemals mehr auf 3. Morellos könnte ich noch nehmen. Naja, ich warte mal noch aufs Item. Vielleicht kriege ich noch einen Red Buff oder so. Ansonsten mache ich Morellos auf Chogat. Ja gut. Ich habe komplett gar nicht darauf geachtet, ob da eine Fiora irgendwo ist. Shit. Ah, der hat Mana Burn, ne? Der eklige. Der hat Mana Burn. Oh Gott.
Die sind alle so low, ne? Oh Gott! Oh! Holy shit, war das close. So, jetzt Mana burnt er meinen Garen, das ist mir egal. Oh mein Gott, mein Sugar war CC und konnte nicht ulten. Fucking hell. Alter, das ist so knapp, ne? Oh mein Gott, ist das close! Alter! Fucking hell! Ja, mein Sugar wurde leider CC und hat deswegen nicht ulten können. Fuck! Ja, okay, die Sejuani habe ich jetzt schon mal wieder geblockt. Wenn jetzt Sho'gath ultet, gewinne ich. Aber er ultet halt nicht. Oh, die Leona ult ist geil. Nice. Tschüss. Yes. Oh. GG.